Ach du Scheiße. Demon hat also jetzt kompletten Zugriff auf die gesamte Stadt. Ui, sorry, da konnte ich nicht rechtzeitig abschalten. CTOS, ein Wunder des menschlichen Erfindergeistes. Ein Modellsystem, das eine Modellstadt für Modellbürger erzeugt. Ich frag mich, was Bloom zur Bedrohung durch Hacker sagte. Harte Debatte, ganz sicher. Hacker? Ach Quatsch, unser CTOS ist das Fortschrittlichste. Blabidi-bla-bla-bla-bla. Hybris, Aiden. Macht einen immer fertig. Aber das kennst du ja zur Genüge, stimmt's? Tja. Du hältst mich leider trotzdem nicht auf. Du kannst machen, was du willst. Da kannst du von mir aus auch Kampfroboter auf mich drauf. Nein, bitte nicht. Aber wenn sowas mal... wenn sowas mal später passieren sollte, das wäre der Horror jeder... krassen Hacker, jeder krassen Elektrostadt. Okay. Kurz schauen. Scheiße. Ich komme nicht durch die Firewall. Vielleicht hat T-Bone eine Idee. Er hat uns ausgesperrt. Ich muss ihn schnell ausschalten. Ah, ich habe eine Idee, aber beim letzten Mal sind Menschen gestorben. Wenn wir es nicht tun, sterben Menschen. Was ist es? Das gesamte Netzwerk ist mit einem Satelliten verbunden. Als Sicherheitsventil des CTOS. Ich habe einen ganz reizenden Virus. Wirklich böser Schweinehund. Du musst ihn von drei separaten Orten installieren. Was stellt ihr an? Er schaltet einen Mann aus. Das ist sicher. Das kann hässlich werden. Du hast ja keine Ahnung, Amigo. Meld dich, wenn sie installiert sind. Wir machen das richtig. Das heißt auf Deutsch, wir holen jetzt höchstwahrscheinlich einen Satelliten aus dem Orbit. Und das ist echt krass. Also, ganz ehrlich, wenn das irgendwann mal passiert, ich möchte nicht in der Stadt sein. Dachtest du wirklich, du könntest mich so leicht aufhalten? Enttäuschend. Ich hielt dich für viel klüger. Aber nun sehe ich, dass du genauso bist wie alle anderen. Bestrafung durch Schweigen. Ich werde noch zu einem emotionalen Wrack. Wer weiß, was ich in dem Zustand tun werde. Komm, Aiden. Beeindrucke mich. Was wirst du jetzt tun? Bring mich in Stolpern. Los. Du bist doch besser. Ja, warte nur deine Zeit ab. Es wird schon noch passieren. Er manipuliert die Navigation. Er versucht mich zu bremsen. Konzentriere dich nur auf einen Ort. An alle Einheiten, CTOS hat den Verdächtigen lokalisiert und markiert. Versuch ihn zu drehen. Natürlich, weißt du, alles spielt verrückt und die Polizei verfolgt mich. Ja, die Macht ist toll. Die heiße Phase ist eröffnet.
Hab die Schnauze voll, ich würde gerne mein Zeug weitermachen. Schwerer Motorschaden, wir kehren zur Basis zurück. Romana, passiert hier? Hier ist nichts. Irgendwelche zentrale Verdächtiger nicht mehr in Sicht. Ja, los, komm, rennt alle weg. Na kommt. Noch 30. Nein, nein. Der Scheißkreis, die Stadt gehorcht mir auf jeden Tastendruck. Zentrale, welche Abwurf liegt vor? Ich glaube, ich habe Schüsse gehört auf der Straße. Können Sie das wiederholen? Hallo? Ach, come on. Okay. Wir setzen unsere Waffen ein. Ich erledige ihn. Ich muss zurück. Charlotte war viel zu leichtgläubig. Oder ich bin schon mal. Ich bin mir nicht sicher. Muss der Heli? Komm her. So. An alle, ein SUV. Zurück, erst hier. 961 Charlie hier. Rundruf an alle. Brauchen Verstärkung. Und zwar sofort. Mein Gott, Wo sind die? Keine Ahnung, wo die sind. Leitstelle, hier spricht PH4. Achtung, wir kommen rein. Eröffnen jetzt das Feuer. Leitstelle und der Vogel ist krank. Wir müssen zurück ins Nest. Der Richtige ist außer Sicht. Starten neuen Überflug. An alle. Dem Verdächtigen wurde ein SUV hinterhergeschickt. Wir nehmen ihn unter Beschuss. Jetzt reicht's aber langsam hier, das ist ja nicht mehr auszuhalten. Ach nee, come on. Runter, macht auf! Ich kann nicht mehr viel einstecken. Nein, nein, ich hab... Natürlich noch einer. Und da hinten war, glaube ich, noch einer. Okay, das war das Behinderte, was ich wieder hatte. Das muss einfach einmal pro Aufnahme passieren. So. Stehe ich wenigstens davor jetzt? Nein, ich stehe wieder hier. Ach, komm mal. Er hat uns ausgesperrt. Ich muss ihn schnell ausschalten. Ah, ich habe eine Idee, aber beim letzten Mal sind... Menschen gestorben. Wenn wir es nicht tun, sterben Menschen. Was ist es? Das gesamte Netzwerk ist mit einem Satelliten verbunden. Als Sicherheitsventil des CTOS. Ich habe einen ganz reizenden Virus. Wirklich böser Schweine.
an drei separaten Orten installieren. Was stellt ihr an? Er schaltet einen Mann aus. Das ist sicher. Das kann hässlich werden. Du hast ja keine Ahnung, Amigo. Melde dich, wenn sie installiert sind. Wir machen das richtig. Hab grad kein Auto. Alter Schwede. Warum kann ich gerade auch nicht einsteigen, weil ich keinen Bock habe, wieder von der Polizei verfolgt zu werden? Dachtest du wirklich, du könntest mich so leicht aufhalten? Enttäuschend. Ich hielt dich für viel klüger. Aber nun sehe ich, dass du genauso bist wie alle anderen. Meinst du? Bestrafung durch Schweigen. Ich werde noch zu einem emotionalen Wrack. Wer weiß, was ich in dem Zustand tun werde. Komm, Aiden. Beeindrucke mich. Was wirst du jetzt tun? Bring mich in Stolpern. Na los. Du bist doch besser. Das war nicht gut, aber eine drinne. Damien manipuliert die Navigation. Er versucht mich zu bremsen. Konzentrier dich nur auf einen Ort. Alle Einheiten, CTOS-Scan beendet. Position des Verdächtigen wird übermittelt. Hä? Was geht denn jetzt falsch? Warum habe ich hier bin ich jetzt... Hä? Ich habe mich echt verarscht von diesem Spiel. Verstanden. Eine Hochleistungspatrouille ist auf dem Weg zum Verdächtigen. Wo denn? Sehr schön. Denk dran, unter der Überführung nachzusehen. Streikeneinheit vor Ort. Rücken vor. Over. So. Jetzt muss ich nur 27 Sekunden warten. Zack. Hä? Und noch irgendwann. Wir sehen mal nördlich von eurer Position nach. Lol, Damien haut da irgendwelche Punkte rein, sehe ich gerade. Wir haben ihn verloren. Das war's für heute. Alles da, dann hoch jetzt mit uns. Die Stadt gehorcht mir auf jeden Tastendruck. Neidisch. Oh, nicht schon wie alt. Alle Einheiten, CTOS-Scan erfolgreich. Verdächtiger lokalisiert und markiert. Man kann also gar nicht herauskommen, der tut einen nur vor wieder. Oh nee. Das ist so behindert. Wer erfindet solche Missionen, ey, ganz ehrlich. Ich meine, es ist doch schon schwer genug, dass man drei Dinger diesen ganzen Explosionen und so ausweichen muss. Und dann kommen da wirklich Polizisten, sobald du wieder unentdeckt bist, kommen wieder neue. Wer erfindet denn solche Missionen, Leute? Denkt doch mal bitte nach. Das macht doch den gesamten Spielspaß kaputt. Ich habe eine Idee, aber beim letzten Mal sind Menschen gestorben. Wenn wir es nicht tun, sterben Menschen. Was ist es? Das gesamte Netzwerk ist mit einem Satelliten verbunden. Als Sicherheitsventil des CTOS.
Ich habe ein ganz reizender Virus. Ey, ist alles Mori scheißegal, wenn ich eh entdeckt werde die ganze Zeit. Dann hol ich mir einfach so ein Auto jetzt hier. Was stellt ihr an? Er schaltet einen Mann aus. Das ist sicher. Das kann hässlich werden. Du hast ja keine Ahnung, Amigo. Meld dich, wenn sie installiert sind. Wir machen das richtig. Meine, also ich